sicher bei Mini-Varo mitmache. Ihr seht hier schon den Server, ich bin aber noch nicht gewitelistet, weil das Ganze erst gegen Viertel vor vier startet. Also hey Leute, willkommen zu einer kleinen Ankündigung erstmal. Ich weiß nicht, vielleicht hänge ich gleich noch eine Runde Flash dran oder was weiß ich, Aura, Mario Party, irgendwas. Und zwar wollte ich euch sagen, dass ich jetzt ganz sicher bei Mini-Varo mitmache. Ihr seht hier schon den Server, ich bin aber noch nicht gewitelistet, weil das Ganze erst gegen Viertel vor vier startet. Also jetzt nicht startet, sondern Vorbereitung. Und danach halt so der endgültige Start um 4 Uhr sein soll. Und deswegen kommt die Whitelist halt erst später. Aber ich habe den Server hier schon hinzugefügt und ich freue mich extrem darauf. Ich werde zusammen mit dem Bad Cheater vom Play Today Team. Das ist auch ein Real-Life-Kumpel von mir, mit dem ich das öfter mal zocke. Oh, das wollte ich gar nicht. Und ja, also so viel eigentlich dazu. Ich werde dann halt später gewitelistet. Er ist dann auch später da. Also wir können leider nichts vorher aufnehmen zusammen oder zusammen zocken, weil er halt noch arbeiten muss. Aber das ist ja gar nicht so schlimm. Und ja, das wollte ich euch nur ganz kurz ankündigen. Und jetzt versuche ich nochmal auf Backwack Labs zu kommen und wir hängen einfach mal eine Runde Flash dran. Einfach mal Uncut. Mach ich das Ganze jetzt einfach mal, weil ich gerade Bock drauf habe. Ich bin übrigens nicht eingespielt, ne? Ich habe heute noch keine einzige Runde gespielt. Weil ich habe zusammen. Oh, ich spiel mal einfach Handyland. Werden aber eh nicht weiter als den dritten Checkpoint kommen. Egal, ein Versuch ist wert. Ja, und zwar habe ich mit Freunden heute gesaltet. Ausnahmsweise. Eigentlich bin ich nicht so ein Freund von Natur, aber ausnahmsweise mal zelt mit Freunden geht klar. Und ja, aber eigentlich ganz lustig. Und deswegen komme ich jetzt erst nach Hause. Also um halb zwölf komme ich erst nach Hause morgens. Ja, wie gesagt, pennen, dann aufräumen und so. Haben auch nicht gerade sehr viel gepennt, deswegen bin ich auch noch ein bisschen müde und habe halt noch keine einzige Runde gezockt. Sieht man schon in meinen guten Jump-Run-Skills, die ich eh nicht mit diesem FV schaffen würde. Erstmal das Instant-Tod-Item in der Hand nehmen. Und ja, ich weiß eh, dass ich noch nicht mal bis zum dritten Checkpoint kommen werde. Ja, der springt bei mir gar nicht, jetzt springt er. Gerade hat er einfach nicht reagiert, jetzt ohne Spaß. Ohne Spaß, Alter. Spaß. Hä, ich springe immer ins Loch. Könnte daran aber wirklich jetzt liegen, dass ich noch kein einziges Mal gespielt habe heute. Also, hoffentlich unterhält euch das trotzdem und ihr freut euch so wie ich auf Varo. Aber ich verstehe nicht, warum ich immer in einem Loch lande. Alle anderen haben so Glück und landen dann nie drin und ich immer das Pech, in so einem scheiß Loch zu landen. Okay, nice. Ersten Checkpoint haben wir schon mal. Für erste Runde ist es gar nicht mal so schlecht. Ja, habe ich euch ja schon jetzt in mehreren Folgen gesagt, dass ich mich immer erst einspielen muss. Und das ist schon teilweise extrem, wie lange ich dafür brauche. Und heute, wie gesagt, erste Runde, könnte ich komplett einen Noobie spielen. Noobie, wie sich das anhört. So, jetzt machen wir mal wieder unseren kleinen Trick. Ich finde den ganz lustig. So. Kein Bock mehr, ich da drüber. Ja. Oh, scheiße, das war jetzt extrem schlecht. Weil ich habe keinen Bock, jetzt mich da noch anzuzünden und da drüber zu springen. Da mache ich lieber den kleinen Trick. Den, der mir mal gezeigt wurde. Und der auch legal ist, keine Angst. So. Und ja, jetzt haben wir wenigstens den dritten Checkpoint schon mal geschafft. Das war eigentlich so mein Ziel. Und finde ich eingespielt, finde ich das gar nicht mal so schlecht. Ah, so hier wird es dann immer schwieriger mit diesem. Oh, hier die sneaken müssen an der Leiter. Ja, deswegen komme ich halt auch erst jetzt ein bisschen übermüdet und ich hoffe, ich werde nicht allzu verkacken im Varo. Ich wollte mich erst hinlegen, bis ich dann bemerkt habe, ey Junge, du musst dich erstmal einspielen, sonst verkackst du im Varo hinterher noch. Weil mein Ziel ist es halt so, die erste Folge zu überleben. Ich weiß nicht, ob ich es schaffen werde. Ich kann es einfach mal versuchen. Also. Ja, also es müsste gehen, ich mache glaube ich eher die wenigsten Aufgaben erstmal in der ersten Folge, weil, ja, ihr seht ja, ich bin jetzt nicht so mega schlecht in Minecraft, aber ich bin jetzt auch nicht der Beste und da ist bei Cheetah zum Beispiel besser als ich, das weiß ich nämlich schon
Und deswegen werde ich ihn, glaube ich, erstmal die Main-Sachen sozusagen übernehmen lassen. Das heißt, craften. Er kann schnell craften, ist wahrscheinlich. Ich werde dann einfach nur beobachten, wenn jemand kommt, macht er entweder ganz schnell die Schwerter fertig oder wir rennen einfach ganz schnell weg. Ja. Hoffen wir einfach mal das Beste. Wir werden natürlich. Wir haben uns jetzt noch keine Taktik überlegt, aber ich denke, wir werden erstmal weglaufen und dann halt versuchen, uns möglichst schnell Schwerter zu machen. Ja, damit wir halt auch eine Chance haben und vielleicht auch schon Leute killen können. Ich denke nicht, aber es kann ja sogar sein, dass wir, wenn jetzt gerade jemand ohne Schwert da ist, der vielleicht zum Beispiel am Craften ist, wir den sehen, wir haben schon ein Schwert, kann ja sein, dass wir dann. Also ich würde dann zum Beispiel draufgehen, weil man hat ja nichts zu verlieren, weil ich denke, mit einer Faust ist man im Nachteil. Also hat man eh keine Chance gegen ein Holzschwert. Ja, weil ist ja klar, muss ich jetzt gar nicht weiter erläutern. Und da sind die Gewinnchancen eigentlich schon recht hoch, auch wenn man halt von hinten noch abgestaubt wird. Das wäre natürlich ärgerlich, so ein Abgestaube. Das wäre mega ärgerlich. Aber gut. Ah, ich bin gerade mega uneingespielt, ne? Ich merke das gerade. Ich tue mal meine Tastatur eben hier hin. So. Ich glaube, bei einer Sache, dass ich bei Minecraft noch schlechte Spiele liegt, dass ich im Fenstermodus spiele. Dann spiele ich immer im Vollbild privat und nur in Aufnahmen im Fenstermodus. Und das ist halt schwierig, wenn man dann halt mal für 15 Minuten pro Tag, wo man aufnimmt, oder vielleicht mal eine halbe Stunde, wenn man vorproduziert, oder das Extremste war halt mal so 2 Stunden, wenn man halt 2 Stunden, so, ich sag mal, 20 Minuten bis 2 Stunden im Fenstermodus spielt und danach nochmal 3 Stunden oder mehr im normalen Modus spielt, dann. Also im Vollbildmodus, da merkt man schon, dass das Ganze eine Umgewöhnung ist. Oh Mann, bin ich dumm. Der hat nicht gesprintet, der hat einfach nicht gesprintet. Oh, ich bin so schlecht. Hey, warum springt er denn nicht? Guck mal, jetzt hat er es gesprungen, ihr habt es doch gesehen. Alter, der springt manchmal echt nicht. Guck mal, der springt nicht. Ich hau da gerade auf die Leertaste, der springt einfach nicht. Schon wieder. Ich hab ganz normal gesprungen und er springt einfach nicht. Jetzt habe ich gesneakt und er sneakt nicht. Ich weiß nicht, ob es nur an meiner Tastatur liegt oder einfach nur, weil ich zu dumm dafür bin. Aber. Ah, oh, ich springe doch. Ich hoffe nur, dass da nicht so extreme Kiddies bei sind, bei dem Varro, die dann, wenn die getötet werden oder, keine Ahnung, irgendwie abgefuckt werden, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, was so passieren kann, die dann einfach gleich rumflamen und beleidigen. Weil ich finde, man sollte sich da schon. Erwachsen verhalten. Ich meine, beim richtigen Varro wird er jetzt auch nicht beleidigt oder so. Das wäre dann ein absolutes No-Go. Und ja, nur weil man jetzt, ich sag mal, ein Varro mit kleineren YouTubern ist, heißt es das nicht, dass man beleidigen muss. Also ich finde, da sollte man aufhören. Und ich weiß, wie man am besten dadurch kommt. Man springt einfach vom Sneaken. Oh Mann, dass mir das nicht aufgefallen ist. Ich bin ja dumm. Hey, oh Mann, ich bin so schlecht. Wenn ich jetzt einmal diesen Checkpoint schaffe, bin ich so glücklich, ne? Ein einziges verkacktes Mal diesen Checkpoint. Die springen da auch alle drüber. Das ist mir gar nicht aufgefallen, dass man das ja auch machen kann. Oh Mann, bin ich dumm. Ich sneak da einmal so drüber. Ja, hier bin ich jetzt schon mal drüber, ne? Und guck mal, ob ich den jetzt schaffe. Bitte, bitte, bitte. Oh ja, ich habe ihn geschafft. So weit war ich noch nie. Oder doch einmal, glaube ich sogar. Einmal, aber dann war das Spiel direkt vorbei. Oh. Wenn er auch direkt in mir drin steht, dann kann ich auch nichts machen. Will ich immer in diese scheiß Lava, obwohl ich springe. Oh, diese Lava, ne? Die stört am meisten. Hä, ich hab gesneakt, ich hab doch gesneakt. Entweder meine F-Taste funktioniert nicht oder ich weiß nicht. Kann ich auch übrigens mal irgendwo meine Tastaturbelegung zeigen, wie man mit 2 Maustasten spielt, wenn man jetzt nicht gerade hotkeyen kann und so weiter. Könnte ich euch ja einfach mal meine Tastaturbelegung zeigen. Die ist halt wie gesagt für nicht
Für Leute, die nicht so viel Hotkeyen. Also ich weiß nicht, ich komme damit halbwegs gut zurecht, aber ich meine, viele werden jetzt sagen, wie hast du die Tasten gelegt? Bist du eigentlich behindert? Ja. Und der nächste Checkpoint. Also, wie gesagt, nur dieser dritte war halt extrem schwer. Ich wette, jetzt kommen bestimmt nochmal. Irgendeiner wird genauso schwer sein. Aber hauptsächlich lag es an diesem dritten Checkpoint, wo ich nicht weiterkam. Aber jetzt habe ich ihn mal geschafft und so weit war ich noch nie. Ihr seht, Checkpoint 6. Also, es wird langsam halbwegs gut. Hier war es ja gar nicht zu gewinnen oder am Ziel zu sein, sondern einfach nur nicht allzu schlecht abzuschneiden. Oh. Na, okay. Werden wir abgekackt. Ich weiß auch gar nicht, wo wir hin müssen überhaupt. Das ist... Wenn wenigstens dieser Speedboost weg wäre, dann wäre es ja noch okay, aber mit Speedboost und Jump, das ist schon echt stressig. Okay. Nein! Ich habe sogar noch gesneakt, das bedeutet eigentlich... Okay, ich sollte wirklich nicht sneaken. Naja, vielleicht ja doch. Ich weiß nicht, ob ich sneaken soll oder nicht. Also bei den Blöcken sollte ich auf jeden Fall schon sneaken, dass ich da auch wirklich drauf bleibe. Und nicht irgendwie abrutsche. Hä? What the fuck, das ist so schwierig, ne? Könnt ihr euch das nicht vorstellen, wie schwierig das ist und einer ist schon bei 10 von 10. Ich hasse es, Leute, die so eine Map spielen. Sondern lieber GTA oder Contrast oder Zeit spielen. Okay, Zeit weiß ich gar nicht, ob jetzt so extrem schwer ist. Aber Contrast oder GTA sollen die dann lieber spielen. Damit die eine Herausforderung haben. Oh, wieso stoße ich einmal an so eine hässliche Kante? Ich raste gleich aus. Ihr lacht euch bestimmt Schrott. Aber... Für mich ist das leider ein wenig Rage. Oh, sehr nice. Nein! Nur wegen dieser Scheißkante. Immer nur wegen so Scheißkanten. Immer wenn ich meinen Kopf irgendwo stoße, ihr seht schon wieder. Nur wegen irgendwelchen scheiß Kanten. Okay. Jetzt zu weit. Danke, Obama. What the fuck müssen wir hierher? What the fuck? War das jetzt richtig? Du hast einen Checkpoint übersprungen, dreh um. Oh Mann. Hä? Warum? Ich frag mich, warum? Geht's jetzt hier weiter oder geht's jetzt hier zum Ende? Ich glaube eher, dass es das Ende ist. Also sind wir irgendwie falsch gegangen. Hey, wo müssen wir denn hin? Ich weiß ja gar nicht, wo wir hin müssen. Oh, da hat schon einer gefinished. Nice. Jetzt, wo wir gerade so weit sind. Oh. Jetzt lass mich doch einfach
das schaffen. Nice. Das haben wir schon mal geschafft. Oh ne, jetzt kommt sowas. Das kann ich ja überhaupt nicht. Freefall. Naja, fast. War jetzt gar nicht mal so extrem schlecht. Ah, ich hab's geschafft. Nice. So. Also wir sind von 8 von 10. Also so schlecht ist das gar nicht mal. Also wir werden jetzt noch... Ja, also ich find's ganz nice. Ich hab euch jetzt eine Ankündigung gemacht. Video wird dann halt davor hochkommen. Ich weiß nicht, ob ich schaffe, das hochzuladen, bevor ich Varro aufnehme. Also es kann auch sein, dass das Video erst rauskommt, wenn ich schon Varro aufgenommen habe. Aber es wird ganz sicher vor Varro rauskommen. Ja, also hoffe, ihr freut euch auf das Projekt. Wie gesagt, ich mache auch noch bei dem Mod-Projekt mit. Das kommt auch noch. Also kommt wirklich noch viel dazu. Das kann sein, dass ich jetzt auch mal solche Sachen wie Flash oder Mario Party ein bisschen vernachlässige. Weil ich ja nicht nur Minecraft auf meinem Kanal bringe. Auch wenn es mir jetzt erstmal mega Spaß macht und es in erster Linie jetzt erstmal Minecraft kommt. Ja, dann würde ich sagen, hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Und bis zum nächsten Video, was höchstwahrscheinlich Varro sein wird. Ja, ciao.